So, und da bin ich schon wieder mit meinem neuen Part. Hier hat schon was gelegen, genau. Ah, Mist. Oh, ein Pfiffchen, Level 5. Es ist weiblich. Das schnappen wir uns, verkuppeln es mit Bello und dann... Ich würde jetzt gerne mal auf Pokémon treffen, die ich noch nicht habe, um sie mir dann zu fangen und dann mein Team endlich mal vollständig zu haben. Was? Wieso macht er jetzt einen Volltreffer? Los, Bello, schnapp ihn dir. Bello, Fass. Nein, Fass nicht nur anrammen. Ah, naja. Hunde. Ich hatte vergessen, dass ich im Gras laufe. Ach, los, Papinella, flieh. Was ist eigentlich die Vorentwicklung von Panekkon? Panekkon haben wir auch schon eins getroffen, glaube ich. Aber noch nicht seine Vorentwicklung. Mann ey, dieses... diesen Xardas zu trainieren ist schwerer als ich dachte. Ich habe mir natürlich auch das schlechteste Pokémon ausgesucht, das es gibt. Nein, eigentlich ja nicht. Meryl ist eigentlich ziemlich gut. Aber aus irgendeinem Grund verliert es immer. Los, Pfiffchen Level 5, das hatten wir schon. Aber jetzt hast du volles Leben, von Anfang an. Genau, so geht das hier. Mach ihn alle, genau. Und jetzt, Headshot. Genau, bam, tot. Naja. Der jault sich wieder einen. Ich wäre froh, das wäre jetzt schon Level 20 oder so. Irgendwie ging es bis jetzt in allen anderen Versionen einfacher, die Pokémon zu leveln. Zumindest in allen, die ich gespielt habe. Ja. Ich will doch nur ein paar gute Pokémon fangen und dann endlich weitergehen. Aber nein, hier gibt es ja nur Pfiffchen, Schalocco und Wumpel, Level 6. Das ist scheiße, wenn man so eins fängt, weil da muss man zuerst noch ein paar Level warten, bevor es überhaupt mal sich zu Schalocco entwickelt, weil das entwickelt sich ja normal auf Level 6. Na toll, ein Volltreffer. Und die Attacke geht daneben. Mann, Xardas ist ein Arschloch. Okay, jetzt bekommt er einen Trank. Normalerweise macht mir Leveln Spaß, aber heute irgendwie nicht. Ja, genau, vergiftet. Es ist ein Wumpel. Ein Wumpel. Kein Mewtwo. Ein Wumpel. Das muss man doch mit einem Level 7 Xardas besiegen können. Scheinbar nicht. Ich mache jetzt Flucht. Ich habe kein Gegengift. Tut mir leid, wenn du so doof bist und dich vergiften lässt. Xardas wurde besiegt. Sehr schön. Ich fahre jetzt.
Ich gehe noch einmal Pokémon heilen und dann mache ich mich auf den Weg nach Fausthaven. Das hier ist ja nicht auszuhalten. Auf nach Fausthaven! War ja klar, dass wir hier wieder angegriffen werden. Los, den Kampf schaffe ich jetzt aber noch. Und ich dachte immer, Meryl sei gut. Naja, besiegt so. Ich gehe jetzt da rein. Der läuft im Kreis. Ahaha. Warte, Mädchen, immer langsam, Pecco. Hm? Du bist Iolocus. Ja, genau, so heiße ich. Du hast meinen Liebling Pecco gerettet. Wir verdanken dir sehr viel. Wie bitte? Du möchtest mit mir segeln? Du musst einen Brief in Fausthaven und ein Paket in Gravenport City abgeben? Da bist du aber gut beschäftigt. Aber deine Bitte ist überhaupt kein Problem für mich. Bei mir bist du richtig. Wir setzen die Segel Richtung Fausthaven? Ja! Also, auf nach Fausthaven! Anker gelichtet, Pecco, wir setzen Segel, mein Liebling. Ich habe das Pecco da ist übrigens ein Wingull und das habe ich auch. Oh, was für eine schöne Schifffahrt mit schöner Musik. Genieß doch einfach mal die Musik. Jetzt klingelt mein Telefon. Piep! Oh, Iolocus. Wo bist du gerade? Es hört sich an, als sei es dort sehr windig. Ich habe gerade von Mr. Trumm von Devon erfahren, dass du einen besonderen Pokénaff hast. Daher rufe ich dich an. Du hörst dich an, als klinge es dir gut. Dann bin ich beruhigt. Pass auf dich auf. Toll.